Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Hofbergmann. So, Motor an, das an und Attacke würde ich sagen. So, da haben wir schon mal die Hälfte vom Feld gemulcht. Ausrichten das Ding. Ja, links gerade drauf zu eiern. So, sollte passen. Nur schon mal drüben hinstellen beim Flug mit. Ich sagen, steht er ganz gut. So. Ich mach mal Gummi. So, Dilly. Üben mussten wir ja nicht. Jetzt haben wir Kalb gemulcht. Und jetzt bringen wir hier drauf nochmal Gerste. Da vorne ist mir ja schon Gerste auf das Feld. Und jetzt machen wir auch nochmal Gerste drauf, weil ich brauche dann A, das Stroh und B, Gerste für Getreideschrot und eventuell Hühnerfutter. Das dürfen wir nämlich nie zu sehr verachten, dass ich nämlich auch Hühnerfutter brauche. Wenn man nämlich auch ein paar Big Bags abfüllen möchte. Den Thresher-Tank werde ich für Schrot machen. Ja, mal gucken, wie viel überhaupt reingeht in den. Gucken wir gleich mal in die Produktion Getreideschrot. Wo haben wir es? Futtermischer. Nein, Bettenkleister. Liegt es nicht an. Denken wir, das Feld dann komplett in Silo schmeißen und bei Bedarf wäre ich dann für Schweinefutterherstellung das Abfüllen in die Kornmühle. War nicht zum Verkaufspunkt, sondern in
Irgendwo. Beiden Pflaster hier. Die Knie hier gerade rein. Weil ich nicht vernünftig formen kann. Geht. Die Kalthammer gehen wir ins Ansehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist los? Ob da hinten drinne bist du, Hartmut. Haben wir also nichts mehr, das ist sehr gut. Ist hier Gras drin, das wollen wir aber nicht. Gaste. So, jetzt brauchen wir mal hier kurz. Zack. Zack. Das Prosit ist wieder ein bisschen überlappt. Mal gucken. Das Prosit. AD. Dann hängen wir hier mal daneben. Wir wollen nur hier kurz gucken, sind da 6 Meter eingestellt? Jep, passt. Und es war eh manuell alles. So, die geht voran. Da fahr ich auch noch mal von oben.
Oh, Bahn mit Fahrgasse. Wir geben unser Bestes hier. So, Waschzimmer. Kombination zu Ende. Geht ja schon mal supi voran. Mal gucken, wann meine Dingsbums kommt, was ich mir vor uns bestellt habe. Aber wenn ich zur Farm kontrolliere, habe ich jetzt überhaupt noch ein Radar gehabt. Was ist denn mit Gießen? Habe ich mich das kundig gemacht, gibt es von einer sehr bekannten Gartenbaufirma ein System, muss ich mir aber wohl noch einen Schlauch dazu kaufen. Da habe ich jetzt das nötige Kleingeld nicht. Habe ich mich dafür entschieden, für eine Low-Budget-Variante, da schraubt man oben eine Flasche drauf. Und da kann man dann die Tropfgeschwindigkeit einstellen. Das habe ich jetzt bestellt. Sollte morgen kommen und da werde ich das mal testen. Mal so eine 0,5er Flasche oder 1,5 Liter Flasche mal voll machen. Mit Wasser. Oben ein kleines Löchlein reinbohren, damit hier wächst Druckausgleich. Denn das ist der Rauch ganz wichtig. Weil sonst tropft das 4 Tropfen raus und dann war's das. Weil dann ist der Innendruck größer als der, ob das Wasser rauskommt. Da klappt das auch nicht mehr. Dann werde ich mal gucken, wie lange so eine Wasserflasche hält und wie feucht die Erde dabei wird. Gucken, ob das dann für meine Pflanzen da reicht. Das andere Bewässerungssystem, was ich habe, da kann man damit, wenn es ja wirklich mal mit Computer davor hängt, sozusagen mit einem Bewässerungscomputer, das ist ja Hightech hoch 5. Aber wie gesagt, also brauche ich erstmal noch einen Gartenschlauch. Da habe ich keinen.
Ich habe jetzt keine Lust, die 2 Tage, die ich nie da bin, dass man das Zeug eingeht. Ich muss sowieso jemand fragen, wegen der Katze, aber Gießen, ja, so eine Sache. Wird vergessen und hier und da und tralala. Kenne mich selber in der Sache. Da bin ich auch so Schussel. Bin sowieso erstaunt, dass ich es diesmal richtig hingekriegt habe, jeden Tag zu gießen bei mir. Ich hatte schon ein paar Mal versucht mit Tomaten und Erdbeeren im normalen Blumenkasten, aber ist dann meistens sowas gescheitert bei mir an den regelmäßigen Gießen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist daran ist am meisten gescheitert, regelmäßig zu gießen. Und das wollte ich ja jetzt damit vermeiden. In dem Ding, was ich bestellt habe, sind so 15 solche Spieße drinnen, die ich dann hier mit Bewässerung und hier und da, tralala. Das sollte eigentlich reichen. Ich habe 6 Erdbeerpflanzen, 2 Tomatenpflanzen und 2 Gurken und 2 Paprikas. Das sind insgesamt 12 Pflanzen, sollten eigentlich 15 solche Spieße reichen. So, war ja schon schick schön hier am Farm. So, haben wir die dritte Session da beendet. Doch mal mit der vierten. Nicht das machen, egal. Das ist jetzt egal. Nicht so tragisch. Bin ich begeistert bis jetzt. Und der, was wir hingezaubert haben mit den Fahrgassen, und dass ich das doch so gut gefressen habe. Anders kann man es nicht sagen. Früher habe ich mich da nie herangetraut an das Pro-Seed wegen, das kapierst du nie und das ist kompliziert. Nee, danke. Lass mal. Aber mittlerweile muss ich sagen, haut das halbwegs hin. So, aber bei mir kam gerade das Signal, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.